Ho, 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 ho. Hallo ihr Lieben, kennt ihr mich noch? Es ist ein bisschen her, seitdem ich das letzte Video gemacht habe. Gibt es einen besonderen Grund? Nee. Ich bin nicht dazu gekommen, dann hatte ich wieder keine Lust. Irgendwas war. Dieses Haar hier nervt. So, was machen wir heute? Ich gebe zu, ich bin ein bisschen durcheinander. Ich habe ja den Anschluss jetzt verpasst. Was habe ich das letzte Mal gezeigt? Keine Ahnung. Ich habe mein letztes Video auch nicht geguckt. Falls ihr was vermissen solltet, falls was fehlt, fragt einfach nach. Okay? Ihr seht da hinten den Wirbel. Den habe ich ja schon auf Instagram gepostet und Facebook. Oh, genau. Es ist fertig. Schaut mal. Ist das nicht schön? So, wie hieß der nochmal? Ich habe keine Ahnung. Das ist so, also das gibt's doch gar nicht. Fertig gemacht, abgehakt. Das runde Ding habe ich immer noch nicht gespannt. Ja, was auch noch, gell? Ich versuche es mal der Oma Erika hier abzuhängen. Komm, sträub dich nicht weit. Jetzt ist es nackig. So, also, der Bobbel hierfür hat gut hingehauen. Das war wirklich schön und die Übergänge, finde ich, muss es mal hier auf den... Wo denn? Seht ihr auch? Hier habe ich einen Picot-Rand, der sich immer noch einrollt. Ich habe das auch immer noch nicht gespannt. Immer noch nicht. Ich weiß nicht, was in diesem Sommer mit mir los war, aber der ist ja auch noch nicht rum, der Sommer. Kommt also noch. Also, ich möchte das Ding, dessen Namen ich nicht mehr weiß, war der davor mit dem Grau. Orakel ist der andere, den ich euch noch zeige. Ich schreibe es euch in die Infobox, gell? Es geht nicht verloren und wahrscheinlich wisst ihr es eher als ich. Also, das Ding ist fertig. Ich finde es wunderschön. Auch die Farben natürlich wunderschön. Ich liebe ja das Pink. Und die Frage kam auf, wie trägt man denn so ein rundes Tuch? Also ihr habt jetzt gesehen, die Oma Erika hat das komplett um die Schultern gehabt, hat nun hier vorne das zusammen gehabt. Kann man machen. Man kann es auch in der Hälfte falten und sich so mal um die Schulter legen. Mache ich aber nicht, weil das mir nicht gefällt. Ich habe das eher mal auf den Beinen, so als Decke, dass es so warm hält und weil es schön, weil ich dann schön angucken kann. Ja. Und auf den anderen Bildern habt ihr es gesehen, ich habe es über meinen Sessel drüber gelehnt, also drüber gelegt. Das gefällt mir am allermeisten. Wenn ich also die Tür reinkomme und ich sehe, dass die Farben und der Sessel ist so in so einem Anthrazit, das passt auch irgendwie. Ja, also für mich ist es fürs Möbelstück, gell? Komm, Oma, darfst du dich rumdrehen? Kann man von vorne sehen. So. Ah, nicht so an den Löchern, ja. Schloss das dann mal so. Sieht doch auch schön aus. Ja. Und hier habe ich ja diesen Bobbel verstrickt von Woolpedia. Den Modalbobbel, der so super weich ist. Und habe in dem letzten kleinen Video, als ich auf dem Weg nach Aschaffenburg war. Das ist so viel zwischendrin passiert, das ist unglaublich. Also ich war auf dem Weg nach Aschaffenburg. Und da habe ich euch gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich den Bobbel transportieren kann, ohne dass der mir zusammenfällt, verwurstelt und da schlimme Wollkotze passiert.
dass ich einfach keine Bobbeltasche habe. So, das Video war rum. Es hat, glaube ich, nicht einen Tag gedauert. Da hat mir die liebe Noriko geschrieben und hat mir ein Bild geschickt und hat gesagt, hast du dir sowas vorgestellt? Oder eher anders, sag mir das doch mal, ich würde dir gerne eine Bobbeltasche nähen. Also mal so ein bisschen am Hin- und Herschreiben, wie ich mir das vorstelle, dass der da halt aufrecht drin stehen soll, dass entweder das Strickzeug obendrauf noch passt oder auch daneben, dass ich das wie ein Turnbeutel zwar zuziehen kann, aber dass ich auch Griffe dran habe. Prost, ich habe getrunken. Griffe dran habe, um das zu transportieren. Nicht lange gedauert. Und da hat die Noriko mir wieder Bilder geschickt. Von einer Tasche, wo ich dachte, die ist für mich. Und sie hat sie mir zugeschickt. Und ich habe gedacht, wow, wow, wow. Also nochmal von hier aus, Noriko, vielen, vielen Dank für diese Mühe, die du dir gemacht hast und dass du da so schnell reagiert hast. Das war toll. Ja, verrückt. Ich zeige euch die Tasche gleich. Das Verrückte ist ja jetzt, ich habe den Bobbel ja fertig gestrickt. Ich muss mir jetzt einen neuen besorgen für die Bobbeltasche. Ja, sonst hat es ja keinen Sinn, gell? Stimmt nicht. Ich habe was anderes in der Bobbeltasche, was ich euch auch gleich zeige. Weil eine Tasche ist ja eine Tasche. Gell? Da kann man ja noch andere Sachen reinpacken. Also, von außen. Ich tue erstmal das hier so weg. Was sie mir da noch so alles reingemacht hat. Gell? Guck mal da. Maschenmarkierer. Und Tee. Eine schöne Karte. Ja. Und dann habe ich noch was, aber das zeige ich später, weil das habe ich nicht zugeschickt bekommen. So, jetzt hebe ich sie mal hoch. Meine tolle Bobbeltasche. Guckt mal. Allein der Stoff, das ist doch schon genau meins. Ja, grau mit ein bisschen pink, weiß. Hier außen ist eine Tasche, wo man was reintun kann. Hier. Und dann sieht es so aus. Das heißt, man kann es wie ein Turnbeutel zuziehen, genau wie ich das wollte. Gott, ich liebe es, wenn ein Plan aufgeht. Hier habe ich nur nicht viel dafür gemacht. So, das, was ich da drin habe, hole ich jetzt mal raus. Ohne dass ihr es seht. Und zeige es euch später oder gleich im Anschluss. So. Alles dahin. Damit ihr die Tasche auch von innen sehen könnt. Na. Hier. Das ist verstärkt, also das bleibt schön aufrecht stehen. Und hier innen drin habe ich auch nochmal eine Tasche für Nadeln. Und hier nochmal eine größere Tasche, wo ich was rein tun kann, wie Maschenzähler, Schere, was auch immer. Guck mal, Red Bee hat sie da dran gemacht. Ja. Ist total hübsch, also total hübsch. Ich bin so begeistert von dieser Tasche. Sie hat sie auch die Nadelgeklappertasche oder irgendwie so genannt. Also nach mir, da bin ich ganz, ganz stolz drauf und glücklich. Vielen, vielen Dank. So, was habe ich hier drin? Und zwar habe ich vorhin schon angesprochen, dass ich den Orakel ja stricke. Und den habe ich euch auch beim letzten Mal gezeigt. Ich habe auch so ein bisschen weiter gestrickt, nicht viel, aber die Nadeln sind schon verworren mit dem Garn. Oh. So. So sieht es jetzt mittlerweile aus. Ich habe das zweite Brioche-Feld fertig. Ich kann euch das nicht mehr komplett auseinander machen, aber ihr könnt es noch gut erkennen. Also hier ist der Lace-Teil und hier das zweifarbige Brioche. Und jetzt kommt wieder Lace. Ja, also ihr merkt schon, dadurch, dass ich auch Lace Garn genommen habe, was ja viel, viel dünner ist als das, was in der Anleitung angegeben wurde, nämlich Fingering, ist mein
Tuch, also das Orakeltuch, auch nicht so groß, wie man eigentlich schon wäre. Ich glaube, das habe ich das letzte Mal auch schon gesagt. Hier werde ich noch rein dran basteln müssen, wollen, werden. Ja, jetzt könnt ihr sagen, mein Gott, jetzt hat sie hier schon wieder ein rundes Tuch. So viele Sessel hat die doch gar nicht. Das stimmt. Aber auch das kann ich als Decke für die Beine nehmen. Außerdem muss das ja auch mal gewaschen werden, gell? Das staubt ja ein. Dann kann man ja mal austauschen. Eine Tischdecke lässt man ja auch nicht immer ein und dieselbe drauf. Oder macht man überhaupt heute noch Tischdecken oder nur, wenn Leute zu Besuch kommen? Man weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich mache das manchmal. Aber auch nicht immer. Den Tisch abzuwischen hinterher ist leichter, wie das ganze Gewasche von den Tischdecken. So, also hier habe ich ja im Moment diese zwei Farben im Orakel. Und diese zwei habe ich ja auch noch. Okay? Die werden da auch noch alle verstrickt. Ob sie alle bis zum Ende verstrickt werden, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Ist ein bisschen viel. Und die, die mich noch nie gesehen haben, werden jetzt auch denken, sag mal, hat die einen Pink-Tick? Ja, hat sie. So, ordentlich wieder rein. So. Und auch alles andere, was ich da eben rausgeholt habe, damit nichts verloren geht. Tasche außen. Moment, so mache ich das. Schlupp zu. Schleife drauf. Los geht's. Tolle, tolle Tasche. Ja. Manchmal wird ja in den Videos gesagt, heute bin ich ganz durcheinander und habe gar keine Struktur drin. Heute ist der erste Tag, wo ich das wirklich mal nachvollziehen kann. Wobei ich immer denke, mein Gott, was für eine Struktur müssen wir denn haben? Gar keine. Wir zeigen das in dem Moment, was uns jetzt so einfällt, gell? Ich versuche halt im Kopf so ein bisschen zu sortieren, was war da für Veranstaltung? Aschaffenburg habt ihr schon von vielen gesehen, auch die Bilder. Ich glaube, da habe ich auch beim letzten Mal schon drüber erzählt, oder nicht? Also es war sehr, sehr schön in Aschaffenburg. Sehr, sehr schön. Habe ich so viele Leute getroffen. Ach ja, ich habe es euch schon erzählt, weil sonst hätte ich euch ja nicht den Chevron Shenanigan zeigen können, denn das ist ja mit Wolle gestrickt, die ich in Aschaffenburg auf dem Wollfest gekauft habe. Und ich habe daran weiter gestrickt. Und ich persönlich finde, ich bin ein ganz schönes Stück weitergekommen. Wenn ihr das anders seht, okay. So. Also, hier ist er. Ich kann das auch bald nicht mehr auf den Nadeln so zeigen. Ich habe nämlich Angst, dass es dann drunter rutscht. Also das ist er. Er ist immer noch nicht hier oben sehr lang. In der Tiefe schon. Deshalb wird es auf jeden Fall ein Tuch zum Umhängen, Umdrapieren und nicht um es so ein paar Mal um den Hals rumzubinden. Außer ich mache ihn noch viel größer, aber dann wird er eben auch in der Tiefe noch größer. Und irgendwo hatte ich einen Progress Keeper. So, genau. Guckt mal dahin. Da ist er. Und also da. Da. Und den Rest nach unten hin, den habe ich seit dem letzten Mal zeigen gestrickt. Und ich finde es deshalb schon ganz viel, weil er ja immer länger wird. Also die Reihen ziehen sich mittlerweile. Ich bin aber happy. Happy mit den Farben, happy mit dem Tuch. Ich finde es wunderschön. Und toll. Und den werde ich auch noch ein bisschen weiter stricken, weil ich glaube, ich bin bei
Wedge 16. Völlige Unwissenheit. Moment, es liegt da. Nein, ich bin bei. Ich habe Wedge 15 fertig, komme jetzt zu Wedge 16 und es gibt insgesamt 22. Also ich habe noch ein bisschen. Und alle, die jetzt sagen, was? Wedge? Was will die denn? Kartoffeln oder was? Das sind Abschnitte in dem Tuch. Und solltest du Interesse haben und Spaß haben und dir das Tuch bei mir gefallen, dann kannst du ja vielleicht das nachstricken und auf Instagram posten unter dem Hashtag Klabberkarl. Der Marco, strick mir was Marco und ich haben das so ein bisschen ins Leben gerufen als Klabberkarl. Gell? Guck mal, ich finde das so schön, wie diese Zacken da rauskommen. Also das ist im Moment das Tuch, wo ich am meisten dran stricke, wenn ich überhaupt stricke. Ich habe ein kleines Sommerloch. Andere Themen, andere Dinge, die mich so ein bisschen vom Stricken abhalten, die aber wichtig sind und sei es nur mal drum, nichts zu tun. Gedanken kommen und gehen zu lassen. Mehr will ich gar nicht dazu sagen. Die Farben, die ich zu diesem Tuch habe, sind die hier präsentiert in der wunderschönen rosafarbenen Tellerkollektion von IKEA. Und diese Farben verstricke ich da alle drin. Also die sind jetzt schon alle da drin. Ich gucke, dass ich immer zwei so im Wechsel habe, damit ich nicht so viel Garngedöns, also einzelne Fäden habe, die ich dann miteinander am Anfang verkreuze, damit die auch schön hochgeführt werden. Wenn es dann mal drei oder vier sind, dann ist es anstrengend. Okay. Aber irgendwie passen die alle, also der und der passen alle zu dem. Der hat alle Farben in sich. Und schön ist es aber auch trotzdem so Kontraste miteinander immer mal zu kombinieren. Und das da kommt dann dabei raus. Okay. Mit Blau hat es angefangen und ich denke, dass ich auch mit Blau enden möchte. Damit es doch so ein bisschen Harmonie drin hat. Bilde ich mir ein. Okay. Dann stricke ich immer noch mit meinem Mann, also den Teststrick von Marco. Da bin ich auch ein kleines Stück vorangekommen. Es ging weiter und es sieht toll aus. Ich darf es euch nicht zeigen. Aber irgendwann darf ich es zeigen. Und dann werdet ihr Bauklötzer staunen. So wird es sein. Was ich euch aber zeigen kann, ratter, ratter, wie gehe ich da chronologisch vor? Gibt es keine Chronologie. Ich zeige euch einfach das, was mir einfällt. Gell? Also, ich habe von der lieben Miki, von dem Kanal Knitting Miki. Ich sage das gerne mal falsch, was nicht bös gemeint ist. Knitting Miki, Unterstrich. Die hat mir was geschickt, weil die gesagt hat, du Mama, Mutti sagt sie immer, Mutti, du strickst doch auch gerne mit Lace und Lace-Garn und Lace überhaupt. Und ich so, naja, ich liebe das, habe es aber noch nicht sehr oft gemacht. Und dann hat sie gesagt, ich schicke dir mal was und dann kannst du das mal ausprobieren. Okay. Und was mir dazu gerade einfällt, aber wie gut, dass ich hier sitze, ist nämlich das hier. Weil wenn man Lace strickt, gibt es ja einen Musterchart, der sich nach einer gewissen Reihenanzahl wiederholt, wo man sich
nicht vertun sollte, weil ja, das Muster dann nicht so schön aussieht. So, guck mal hier, da rutscht schon der Stift. Der Marco hat mir mal diesen schönen Aufsteller geschenkt. Und zwar ist das von Nitpro ein Aufsteller, wo man mit Magneten so einen Chart sich einklemmen kann. Hier kann man noch mit den kleinen genau sich markieren, wo man gerade ist, damit man wirklich ganz akkurat Reihe für Reihe stricken kann. Ja, das hat er mir mal geschenkt und das finde ich, finde das so wunderschön. Das kann man hier festmachen und dann steht es so auf dem Tisch oder wo auch immer und dann hat man das parat. Da habe ich mir schon die Anleitung reingetan, die Inki mir empfohlen hat, zu dem Garn, das sie mir geschickt hat. Erst Garn oder erst Anleitung? Ich weiß auch nicht. Das Tuch heißt Tabot von Bonitz. Bonitz. Und das Tuch sieht folgendermaßen aus. So. Toll, oder? Hier. So, so schön. Ja, hier auf dem Foto, die Farben, die da drauf sind, die liegen mir auch schon sehr. Und die Mickey, die hat schon öfter solche Lestücher gestrickt und wunderschöne. Also die hat es da echt drauf. Schaut mal auf ihrem Kanal. Sie zeigt da auch welche. Die sind so, so toll. Wirklich. So, was hat gesagt, hier Mutti, ich habe hier was für dich. Probier dich doch mal aus. So. Und dann hat sie mir das da geschickt. Guckt mal, wie hübsch. Also es wird ein rot blaues Tuch. Und der Clou dabei, hat mir auch mitgeschickt, da kommen Perlen rein. Also werden Perlen reingestrickt, reingewoben, wie auch immer, gehäkelt. Denn sie hat mir auch gleichzeitig da schon dazu schon eine ganz, ganz kleine, dünne Häkelnadel. Sieht man leider nicht so, wie klein das ist. Das Ding. Ich habe das nicht mit Fokus und so. Aber ihr seht schon, das ist ein ganz kleines, dünnes, zartes Ding. Und damit kann ich die Perlen auf die Fäden holen. Und die sehen so aus. Die sind auch größer wie die Perlen von uns früher. Kennt ihr das? Bei uns hießen die Indianerperlen. Später Rukai oder Rukai, irgendwie anders. Oh, Tütchen im Tütchen. Ich mache mal ein paar auf die Hand. Die sind schon. Ich halte nur die Hand darunter. Die sind ein bisschen größer als die Indianerperlen von früher. Von daher denke ich, dass die ganz, ganz gut einzuhäkeln sind. Weil natürlich das Innenloch nicht so klein ist. Das ist oft bei den anderen Perlen so, dass man da nicht so gut durchkommt. Aber die sind, denke ich, genau und extra dafür gemacht, dass man da keine Schwierigkeiten hat. Wie nennt man die hier? Das ist die Farbe. Ich glaube, sie hat mir auch mal gesagt, wie sie diese Perlen nennt oder wie man sie nennt. Ich kenne die unter Indianerperlen. Ja. Jetzt wollt ihr bestimmt wissen, was das für eine Wolle ist und von wem. So, also, das ist das Kärtchen, was dabei ist. Da hat sie es wahrscheinlich besorgt. Und hier hinten steht drauf Asrei Lace. Persephone goes to underground. Persephone goes to underground. Ja, gell? Wahrscheinlich völlig falsch wieder ausgesprochen. Auch hier gar keine Ahnung, was für wertvolles Stück ich hier in den Händen halte. Ich kann. Tussati Silk. Tussa Silk.
Es ist wunderschön und es fühlt sich auch wunderschön an und ich freue mich so, dass ich diese Wolle verstricken kann und dass ich dieses Tuch machen kann. Und ich schäme mich gerade fürchterlich, dass ich gar keine Ahnung habe. Aber gern, das zeugt auch von Größe, wenn man es sagen kann. Man hat gar keine Ahnung. Der rote hier, Red Glow, auch Tusa Silk. Tusa Seide, wieso, hab ich schon mal gehört. Miki, ganz, ganz lieben Dank. Und wenn ich das Tuch vom Herrn West fertig habe, will ich mich unbedingt daran werfen. Unbedingt. Ich freue mich schon sehr. Ja, guck, ich habe schon die zusammen. Oh Gott. Bloß keine Wollkotze jetzt hier. Ich tue die einfach hier wieder ganz ruhig in die Kiste, damit da nichts passiert und ich da wunderschön anfangen kann zu stricken. Ich bin schon so gespannt, wie das auch mit den Perlen wird. Und danke fürs Wickeln. Ja, ich stehe ja auf Kriegsfuß mit meinem Wickler. Guck mal, was ein schönes Päckchen, ja? Ein Blümchen. Danke, Kind. Ja, wo wir gerade bei Päckchen sind, ich habe noch ein Päckchen bekommen. Und auch da hat die Miki den Kontakt hergestellt. Ich habe Wolle geschickt. Und zwar wunderschöne Wolle. Die ist so, so schön. Moment, ich will nur gucken, ob ich jetzt erst die oder erst die. Ich glaube, ich mache erst die. Das war so eine Zugabe, weil ich durfte mir vorher was aussuchen, was mir so gefällt. Und das hier habe ich auch noch bekommen. Und zwar von Schöller und Stahl Kitzilk. Toll, ne? Sind das nicht schöne Farben? Na klar, sind das schöne Farben. Ich weiß überhaupt noch nicht, was ich damit machen werde, aber es wird wunderschön werden. Das weiß ich schon mal. Ja. Und dann habe ich euch vor ein paar Wochen, ich komme jetzt nicht dahin, macht nichts, ein Schal, wie sagt man denn? Also ein Schal. Gott, ich bin raus aus dem Strickthema, man merkt es, gell? Ein Kaul. Meine Güte, guten Morgen. Heb die Worte vom Boden auf, dann hast du auch gleich einen Kaul. Und der verläuft, glaube ich, so spitz im Harntrittmuster. Und das gefällt mir ja so gut und das will ich unbedingt zum Herbst-Winter hin stricken. Und da habe ich diese Wolle hier bekommen. Und zwar hier für Harntritt natürlich wunderbar. Es ist ein Wollweiß. Es ist kein richtiges Weiß, weil ganz heftiges Weiß ist für mich nicht so gut, weil ich eher blass bin. Und das ist die Wolle Almeria. Die hat eine Lauflänge von 100 Meter pro 50 Gramm und ist. Es kommt immer der Punkt in dem Video, wo ich doch die Brille nutzen soll. Wo haben wir es? Also, es ist 50% Wolle, 30% Alpaka und 20% Seide. Und das fühlt man auch. Also, das ist schon sehr, sehr weich, sehr fluffig. Und ich freue mich schon darauf, das zu stricken. Also, ihr werdet erleben, wie das verstrickt aussehen wird. Ich bin mir sicher, wunderschön. Wunderschön. Vielen Dank. So, gell? Aber wenn ihr meint, das war alles an Päckchen, nö, ich habe noch eins bekommen. Und zwar habe ich das, das war ein bisschen lustig. Dieses Päckchen ist nicht bei mir zu Hause gelandet über die Post, sondern bei meinem Mann.
Bei Marco. Ja, also es wurde an seine Adresse geschickt. Zu Händen, Frau, Geklapper. Steffi, das bin ja ich. Also ich wohne noch nicht bei ihm, aber es kommt alles an. Habe ich mich ganz schön gefreut. Das war noch in der Zeit, weil im Moment ist es ja eher kühl, aber das war noch in der Zeit, wo es so warm war. Und als Marco mir dann gesagt hat, hier du, ich habe ein Päckchen für dich, soll ich mal reinschauen, nicht, dass da irgendwas drin ist, was vielleicht wegschmelzen kann. Das war auch so. Hat das mal raus und noch meinen Kühlschrank und ja, gell? Also das ist ja schon verrückt, wenn man etwas verschicken will oder geschickt bekommt, wo Schokolade drin ist im Sommer. Das ist ein bisschen Glückssache. Okay. Guck mal, Tee war auch in dem Päckchen. Und so, so ein, ist das Kaisers? Chai Latte mit noch irgendwas. Der war lecker. Der war echt lecker. Den habe ich schon getrunken. Ja. Und ihr denkt also, von wem denn? Was ist es denn? Also ich habe ein Päckchen bekommen von der Ilona, von der Knittingfee. Und sie hat mir so schöne Sachen da reingemacht. Aber was, glaube ich, das Highlight ist, ist einfach diese genähte Tasche. Ist die nicht schön? Toll, gell? Und auf der Rückseite sind auch noch mal ein paar Mädels drauf. Ich liebe das. Also die Mädels sind doch echt klasse. Und hier unten in grün abgesetzt. Und das ist eine wunderschöne Projekttasche. Ich finde auch das hier so toll hier. Ja, am Reißverschluss schön da drüber gemacht. Ja, und hier habe ich mal Platz. Also da ist, weil unten kannst du es auch aufstellen. Da passt noch mal was rein. Also die ist toll. Guck doch mal. Die ist süß. Toll, gell? Guck mal hier mit dem Kleid. Sag mal, schön die Brüste kaschiert. Danke, danke, danke für dieses schöne Paket. Da war ja noch was Tolles drin. Das ist mir jetzt gerade runtergefallen. Ist ja ganz klar. Und zwar hat sie mir Sockenwolle reingepackt. Ich glaube, ich brauche nichts sagen, oder? Ist der nicht schön? Gott, ist der schön. Also das mit dem Pink in Lila übergehen und dann mit Weiß, das ist einfach so schön. Und das ist von Tracking Hand Art, handgefärbt, ja, 75 Schurwolle, 25 Pullea mit und heißt Lila Laune. Lila Laune wäre, gab es das nicht mal? Lila. Mann, Steffi. Lila Laune, also von der Farbe Lila. Reingemacht. Okay. So, jetzt kriege ich gerade auf dem Handy was angezeigt. Battery too low to use flash. Okay, wir können also keinen Blitz benutzen. Aber ehe sich mein Handy komplett verabschiedet, hänge ich mal schnell das Ladekabel dran. Für euch ist es ja nur ein kurzer Moment. Ich mache mal auf Pause. Wo war ich? Ich habe euch die Seife gezeigt. Da steht drauf Froschkönig, handgemachte Inselseife mit Jojobaöl. Also die ist so hübsch, weil seht ihr das? Die ist durchsichtig und dann sind lauter solche, was auch immer drin, aber sieht schön aus. Andere Seifenstücke vermute ich. Und das Bild hier von dem Frosch, das ist so putzig. Ja, das ist wieder sowas, wo man denkt, ach, das kann ich doch nicht benutzen. Guck mal, mit grüner Mangoduft. Da bin ich aber gespannt. Ein bisschen riecht es durch, aber nur so ein bisschen. Also toll. Ja, und dann hat sie mir noch ganz, ganz viele kleine Glückskäfer, Marienkäfer da reingepackt. Ja, total lieb. Also da habe ich mich sehr gefreut, weil das so ein absolutes Überraschungspaket war, womit ich gar nicht gerechnet habe und was auch noch so einen Umweg gemacht hat.
Den fand ich auch sehr lustig, den Umweg. Jetzt mir noch so eine schöne Karte. Ja? Und sie hat so recht. Also vielen, vielen Dank, Ilona, nochmal. So, das war's mit Päckchen. Aber ich habe euch noch was zu zeigen, weil ich war ja mit dem Marco und mit der Jannika in Oppenheim. Und es war so schön dort. Da habt ihr auch bestimmt schon einiges gehört bei den anderen, wie das in diesen Gässchen da aufgebaut war und was man da alles gesehen hat. Ja, man hat ein paar Meter hoch und runter gemacht, bergab, bergauf. Es war sehr, sehr warm. Aber es war einfach schön. Auch dort haben wir die Noriko getroffen. Also das war nochmal ganz, ganz schön für mich. Dann konnte ich sie nochmal drücken und mich nochmal persönlich für die Tasche bedanken. Das war schon sehr, sehr schön. Und da haben wir ja zusammen was gegessen und getrunken. Und später haben wir noch die Melli getroffen von dem Kanal Komme, was wolle. Und da haben wir uns auch nochmal hingehockt und schön was getrunken und gequatscht. Und war ein sehr, sehr schöner Nachmittag. Ja, viel geschwitzt und viel geschwätzt. Und die Noriko, guck mal, die hat auch da wieder was gehabt für uns und hat was selbstgenähtes gehabt. Dieses Needle Cozy habe ich mir ausgesucht. Toll, ne? Und Maschenmarkierer hat sie dabei gehabt. Durften wir uns auch was aussuchen. Also das ist immer so lieb von ihr. Da habe ich mich sehr gefreut. Ja, was habe ich gekauft? Was habe ich eigentlich gekauft? Vom Wollteam habe ich diese Sockenwolle gekauft. Die fand ich auch so toll, weil hier geht das auch richtig von dem Bärenton, dunkel, kräftige Beere, in das helle Lila mit rein und das Weiß. Das gefällt mir wieder gut. Und wenn ihr das jetzt so mal nebeneinander seht, ich meine, hallo, die schreien doch danach, miteinander irgendwas zu tun. Oder? Und dann noch ein einfarbiges, vielleicht in so einem dunklen, fände ich cool. Also irgendwie habe ich da nochmal, ja, ich finde das irgendwie cool, dass die sich so ähnlich sind. Mal schauen, vielleicht kann ich mir da irgendwas überlegen. Und dann habe ich bei dem Stand von Wollträume, ich bin da durch und ich habe wirklich gedacht, ich brauche ja nichts mehr. Ich habe ja viel Wolle zu Hause und bin auch im Moment an Dingen dran und ja, wie das so ist, gell? Und dann habe ich den gesehen. Und dachte, okay, ach komm, für dich habe ich noch Platz. Wunderschön, ne? Echt schön. Das ist auch Sockenwolle, Merino. Die ist nicht so kratzig. Die hier ist richtig schön. Und naja, ich weiß nicht, warum die das bei den Ständen immer so machen. Es ist ja auch schon ein bisschen gemein. Aber daneben, neben dem hier, lag der hier. Und ich habe nur gedacht, oh Mann. Oh Mann. Es ist ja nicht so, dass das nicht passen würde. Mm-mm, gar nicht. Quatsch. Und dann, weil sie noch viel gemeiner sind, war noch der hier dabei. Hier, jetzt guckt euch das doch mal an. Da kann ich doch nicht dran vorbeigehen. Die muss ich doch zusammen mitnehmen. Das geht doch gar nicht anders. 1200 Meter. Na, wenn das mal nicht ein schönes Tuch gibt. Oder was auch immer. Oder was auch immer. Also ich finde es traumhaft schön. Geht euch das nicht aus? Ich könnte das jetzt eine ganze Weile noch anschauen. Ja, lustig war an dem Stand, dass ich die drei hier rausgesucht habe und habe zu Marco gesagt,
Marco, guck doch mal, ich will die haben. Er sagte dann so, ja, dann kauf sie dir doch. Also wie ganz normal zwischen Freunden. Ach, guck mal, die sind so schön. Und der Freund sagt, ah ja, dann kaufst du dir doch, gell, wenn dir was gefällt. Und am Stand, die haben wirklich gedacht, dass wir also zumindest zusammen sind, so richtig. Und dass er mir jetzt die Freigabe gegeben hat, dass ich Wolle kaufen darf. Das war so süß. Die so, oh toll, jetzt müssen Sie aber auch unbedingt kaufen, wenn er schon die Einwilligung gibt. Und dann sagt der Marco, das ziehe ich dir vom Haushaltsgeld ab. Das war ein ganz lustiger Moment. Also gar weniger zu essen, mehr zum Stricken. Ist ja manchmal auch nicht verkehrt. Super schön, super, super schön. Dann habe ich noch mir eine Anleitung gekauft und zwar den Five. Kennt ihr den? Den Pulli? Ich finde den so schön, weil der wirklich mit diesen Falten gestrickt wird und ich mir vorstellen kann, dass der sehr, sehr bequem sitzt und ich bin mal gespannt mit der Anleitung. Die sagen hier, dass man völlig frei ist, was für ein Garn man nimmt, was man dazu benutzt. Und ja, eine A-Linie ist auch nicht verkehrt. Der Marco hat nur gesagt, da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man nicht aussieht wie Zirkusdirektor, gell? Mit diesen Falten. Also nichts Buntes. Den habe ich, die Anleitung habe ich gekauft bei dem Stand von Bodolina, das ist die mit den tollen Filztaschen, diese Nadeltaschen. Und dort habe ich auch bekommen und habe mich total darüber gefreut, endlich die hier. In Nadelstärke 2,5. Crazy Trio Set, Mensch, ich habe im Internet, es war immer ausverkauft, dann habe ich wieder nicht geguckt, dann habe ich geguckt, wer ausverkauft. Und die hatten sie einfach da. Und dann habe ich sie mitgenommen. Hier. Jetzt ist das Oppenheimer Wollfest auch schon ein bisschen her und jetzt könnt ihr sagen, und? Du wolltest es auch ausprobieren, wie ist es? Ja, ich habe noch nicht ausprobiert. Ja, ich stricke zwar an Socken, aber da bin ich seit der letzten Folge auch nicht weitergekommen und neue habe ich noch nicht angeschlagen. Ja, aber Hauptsache haben. Haben, haben, haben. Ist die nicht schön? Für meine Langnadelspiele. Wir haben auch vorher ausprobiert, sie passen rein, alles gut. Weil ich habe eine Tasche für die kurzen von 15, aber nicht die für 20 cm. Und die passen hier super rein. Das finde ich cool. Finde ich wirklich cool. Auch der Stoff, der ist einfach genial. Mit den toten Köpfen da drauf. Das hat es mir angetan. Der musste dann direkt mit die Tasche. So. Das war Oppenheim. Aber ich habe noch was in der Tasche. Der Marco hat davon erzählt. Als wir das letzte Mal zum Stricktreffen nach Wiesbaden gefahren sind, sind wir vorher in Wiesbaden zu einem Wollgeschäft gefahren, das neu eröffnet hat und wir wollten einfach mal schauen, wie ist das? Und das ist so schön da innen drin, wie es da aussieht. Wie es da auch, also da gibt es auch eine Ecke, wo man sich hinsetzen kann und stricken kann. Dort gibt es wohl auch einen Stricktreff und auch Strickkurse werden da abgehalten. Und das ist so hübsch gemacht, so einladend. Und wir hätten uns gerade hinsetzen können. Und dann hat er auch uns angeboten, unsere Stricktreffen dort abzuhalten. Und da habe ich ihm aber mal erzählt, wie viele Leute da kommen. Da hat er gesagt, ja, so viele kann er gar nicht unterbringen. Tut mir leid. Ich kann euch das Ambiente nicht gönnen. Außer, wir gehen mal außer der Reihe dorthin. So, das ist nicht der Zettel davon, sondern hier. Herr von Strick heißt der Laden. Ja, und der Herr von Strick ist auch dort.
und hat mit uns gesprochen und wir haben uns ausgetauscht und wir haben uns die Wolle angeschaut und alles Mögliche gemacht und ich habe mir auch Wolle gekauft, weil ich die so hübsch fand und so schön. Und ich habe mir natürlich nicht nur einen davon, sondern es müssen ja immer gleich Pärchen sein. Schaut mal hier. Schön, gell? Und zwar ist das von Mann. Luisa Harding, Pitura, Superwash, Fein Merino, with Bamboo. Also Bambus. Das ist wirklich so weich und es sieht traumhaft schön aus. Gell? Ja, auch hier weiß ich noch nicht, was es wird. Keine Ahnung. Wie ist die Lauflänge? Da war ich doch. Na? Ich finde es nicht. Ach hier. Pro 100 Gramm 400 Meter. Also habe ich hier 800 Meter. Ist auch was zu machen, gell? Und vielleicht kann ich auch hier mal einen Wollmix machen. Das trauen wir uns, glaube ich, viel zu wenig, mal zu sagen, okay, hier habe ich zwar jetzt Fingerring-Stärke, das mische ich aber mal mit Decay. Oder das sollten wir vielleicht mal ausprobieren. Ich finde die schön. Und das ist eben der Herr von Strick, der Laden. Wer aus Wiesbaden kommt oder Umgebung, der ist in der Nerostraße Nummer 3. Okay. Hier könnt ihr es auch nochmal lesen. Ich schreibe es euch aber auch in die Infobox. Sehr gerne rein. Also, das war schon sehr schön da. Beim letzten Stricktreffen war die Alex. Die Alex war zum ersten Mal da und saß neben mir und hat dann gesagt: Guck mal, ich habe mir das neue Lane-Magazin gekauft. Magst du mal reinschauen? Da habe ich gesagt: Ich will da unbedingt reinschauen. Wobei mir jetzt vor kurzem jemand gesagt hat, das würde nicht Lane ausgesprochen, sondern anders. Ich sage jetzt mal Lane. Und dann habe ich da reingeschaut und mir war vollkommen klar, ich muss das haben. Ich will das haben, weil man es haben will. Und ich hab's. Der Briefträger, ihr seht das hier, hat, glaube ich, nicht so viel Verständnis dafür, dass man etwas haben will und auch schön haben will. Und nicht nur irgendwie im Briefkasten. Der hat mir das ganz schön da reingezimmert. Also jetzt habe ich hier so ein bisschen Knick. Naja. Ja, aber kennt ihr das? Das sieht so schön aus. Dann soll das auch ohne Makel sein. Also, das neue Lane. So sieht's aus. Und es ist toll, toll, toll. Also, es ist ja sowieso toll da drin. Also hier, dass ich was über Edinburgh erfahren kann, ist ja auch schön. Okay. Und Rezepte sind da ja auch drin. Und dann eben hier diese wunderschönen Anleitungen. Und da habe ich mich in ein Tuch verliebt. Und zwar ist das von der Susanne Sommer. Ja. Und das sieht hier aber eher aus wie eine Decke. Guckt mal. Weil das mit einem stärkeren Garn gemacht ist wie Fingering. Also Decay nehme ich mal an. Und dann sieht das gleich so kuschelig aus. Guck mal hier. Wie so eine Decke. Also das hat es mir angetan. Wahrscheinlich auch, weil es wieder in diesem Grau ist. Das ist so schön. Und dann haben die hier noch einen Pullover. Wo ist er? Der hat einen kleinen V-Ausschnitt. Und in diesem V-Ausschnitt, hier ist es, wurde so ein ganz zartes Lace-Muster reingestrickt. Das gefällt mir gut. Also das finde ich auch total schön. Und hier ist auch ein. Schaut mal. Mit so einer Rundpasse. Wunderschön. Ja, da denke ich manchmal, Leute, das sieht zwar schön aus, dass die Frau schönes, volles, dunkles Haar hat.
Aber muss das jetzt über das Muster drüber gelegt werden? Es gibt doch bestimmt auch Fotos mit hochgesteckten Haaren, die toll aussehen, locker, luftig oder einfach hinten. Da könnte man ein bisschen mehr sehen. Aber man erahnt schon, wie schön dieser Pulli ist. Den Pulli finde ich auch sehr, sehr schön. Es ist halt meliert einfarbig. Das ist dann auch mal Mickey. Das ist toll. Dieses Lace-Tuch, das gefällt mir gut. Ich weiß nicht, ob es mir wieder gefällt, weil es halt in diesem Grau ist und das so. Es macht es so ein bisschen edel. Also, dieses Elaine Magazin hat wirklich viele schöne Sachen drin und es macht Spaß, es einfach nur anzuschauen. Ja, ich gucke. Ich habe alles. Ich habe alles. Es hat mir Spaß gemacht. Ich war durcheinander, innerlich. Vielleicht, weil ich länger kein Video gemacht habe. Ich meine, meine Abstände sind immer etwas größer als bei anderen. Das wird sich auch wahrscheinlich nicht verändern. Aber diesmal war schon sehr lang. Und man verpasst den Anschluss und man weiß nicht mehr, was hat man erzählt, was hat man erlebt, hat man den dort getroffen oder da oder vielleicht an beiden Terminen. Ja, so ist das halt, gell? Macht aber nichts. Ich freue mich immer, wieder bei euch sein zu können. Und wenn ich zwischendurch mal auf Instagram in einem Live-Video bin, mit jemand anderen, weil das mache ich ja viel lieber als alleine, sind das so schöne, positive und tolle Reaktionen von euch. Ihr vergesst mich nicht, das ist toll. Ja, letztens hat mich einer gefragt, sag mal, Steffi, du hast ja Follower auf YouTube. Bist du berühmt? Bist du prominent? Und ich so, hä? Ich so, naja, in der YouTube-Strickerwelt bin ich zumindest bekannt. So ist es doch auch. Aber prominent würde ich das nicht nennen. Es ist schon immer wieder lustig, wenn man jemandem das erzählt, was man hier so tut, der damit überhaupt nichts zu tun hat. Also es ist schon immer wieder lustig zu sehen, wie da so die Reaktionen sind. Was ist denn das für ein Quatsch? Hä? YouTube hat so viele Gesichter, so viele. Und unsere Welt, unser kleiner Teil des Strickens oder des darüber Redens, weil wir tun es ja noch nicht mal. Wobei das auch nicht stimmt. Es gibt ja einige, die auch Tutorials machen, dazu gehöre ich ja nicht. Die zeigen auch, wie man strickt, aber ich rede nur darüber. Und das ist ja nur ein ganz, 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 ganz kleiner Teil von YouTube. Also ich glaube, keinem von uns ist wirklich klar, wie viele Facetten und was es für unterschiedliche Sachen gibt, von Minutenvideos zu, wie wir das machen, eher zu einer Stunde hin oder halbe Stunde, tägliche Videos, wöchentlich, was da so alles passiert, was alles gezeigt wird auf YouTube. Ich meine, jeder von uns weiß das. Wir suchen etwas, haben nicht so die Ahnung, möchten uns informieren. Wir schauen YouTube-Videos. Und deshalb ist es, glaube ich, für manch einen gar nicht so zu begreifen, was ich da jetzt auf YouTube mache und ist das wichtig oder braucht das jemand? Braucht die Welt Strickvideos? Wahrscheinlich nicht. Aber es macht es um einiges schöner und fröhlicher. So sehe ich es, gell? Macht es gut, ihr Lieben. Ich drücke euch, bis wir uns wiedersehen. Bye!